Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Sturm Graz gegen Tottenham Hotspur. Heute beginnt der Weg in der UEFA Champions League. Beide hoffen, dass sie lange dabei sein können, dass vielleicht sogar die ganz großen Träume in Erfüllung gehen können. Es ist eine erste Standortbestimmung. Die UEFA Champions League hat natürlich ihren ganz eigenen Reiz. Das ist so ein Wettbewerb, da gibt jeder wirklich alles. Ja, du hast die größten, die besten Clubs in einem Wettbewerb. Da gibt es kein Ausruhen, du darfst dir nie eine Pause gönnen. Das gilt für die K.O.-Runde, das gilt auch jetzt schon am ersten Spieltag. Hier haben wir die Einblendung, so läuft die Heimmannschaft heute auf. Sie sind heute recht defensiv eingestellt, oder sehe ich es falsch, Buschigi? Ja, sieht erstmal so aus, aber die Außenverteidiger gehen natürlich mit nach vorne aus der Fünferkette und dann sieht das schon ganz anders aus. So will Tottenham Hotspur also heute in die Partie gehen. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Lamela. Lukas. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ben Davis. Ein guter Doppelpass. Giovanni Lo Celso. Dele. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Wings. Was kann Dele Alli im heutigen Spiel abrufen, Buschi? Wie siehst du das? Der ist extrem stark im Abschluss. Den müssen Sie immer im Auge behalten. Sonst macht er sein Tor. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Eric Lamela. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Juan Dominguez. Da haben sie jetzt Platz. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Das hätte gefährlich werden können. Vorne jetzt die Balleroberung. Den Ball holt er gut verteidigt. Giovanni Lo Celso. Lamela. Lucas Moura. Giovanni Lo Celso. Schönes Zuspiel hier. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Da war der Torhüter noch dran. Aber da ist so viel Power hinter diesem Ball, er hat letztlich keine Chance. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt Lukas. Giovanni Lo Celso. Alderweireld. Die lassen sich Zeit im Aufbau. Dele. Lukas. Und jetzt die Chance. Tor für Tottenham. Ist das bitter für den Keeper hier. Den ersten hat er ja schon abgewehrt. Ja, aber eben nicht festhalten können. Und dann ist das Ding natürlich leichte Beute für einen Stürmer. Steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Ball im Aus, klasse Zweikampf, Einwurf jetzt. Lukas Spendelhofer. Und da gibt es jetzt den Einwurf. Thorsten Röcher. Macht er gut. Ball kommt rein. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. Und Tor. Klasse Treffer. Gutes Timing. Den musste er erstmal so machen. Klasse Kopfball. Hat er super gemacht. So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Wir schauen noch mal kurz auf den Treffer mit Köpfchen. Und wir halten fest, da hat sich das Training wirklich ausgezahlt. Oh, da sehen wir schon die ein oder andere Sorgenfalte auf der Stirn. Dieser Gegentreffer, der schmeckt dem überhaupt nicht. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Ah, das sieht gut aus. Giovanni Lo Celso. Giovanni Lo Celso. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Und genauso muss man auf einen Gegentreffer antworten. Perfekte Reaktion. Sie haben sich kurz geschüttelt und dann selbst wieder die Initiative ergriffen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Drei-eins heißt es also jetzt. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Chance zum Anschlusstreffer. Da zieht er ab, aber der Torhüter hat ihn. Ecke kommt in die Mitte. Gut gemacht vom Torwart. Er ist sicher bei dieser Ecke. Steven Bergwijn. Ben Davis.
Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Der Ballverlust. Alderweire. Ben Davis. Immer wieder diese kurzen, diese schnellen Pässe. Hier, Ball läuft exzellent. Der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Lamela. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Fahnes Assistenten geht hoch. Abseits. Uiuiui. Das war hauchdünn. Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Ja, der nächste tolle Pass. Giovanni Lo Celso. Lamela. Jetzt vielleicht. Tottenham macht das Tor. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Hier nochmal dieser Treffer. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Hier Länder. Lamela. Der Ball ist draußen. Da haben sie ihn gut gestört. Thorsten Röcher. Da kommt die Hereingabe. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen, das ist doch harmlos. Alderweire. Wings. So, da wird es angezeigt. 4 Minuten zusätzlich sehen wir noch. Giovanni Lo Celso. Lamela. Giovanni Lo Celso. Harry Winks. Nun Lukas. Jetzt der Vorstoß. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Das war sauber, er holt sich den Ball. Ja, das war abseits. Thorsten Röcher. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ziemlich eindeutige Geschichte. Nach 45 Minuten liegen sie mit 4:1 vorne. Lukas ist hier bislang richtig stark. Ihm gelingt heute fast alles, ist quasi nicht zu verteidigen. Sie haben die erste Hälfte dominiert, ein einseitiges Resultat bis hierhin. Aber jetzt geht es in Durchgang 2. Lukas. Davinson Sanchez. Aurier. Giovanni Lo Celso. Lamela. Nun Lukas.
Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ja, wird hier gut unterstützt. Spielt den Ball wieder zurück hier. Dele. Ja, Flanke kommt kurz. Gute Aktion, gut geklärt. Juan Dominguez. Giovanni Lo Celso. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Ben Davis. Steven Bergwijn. Ja, da ist Platz jetzt. Ben Davis. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Ali. Ein fantastischer Treffer. Die sind richtig gut drauf heute. Ein weiteres Tor. Und der Gegner muss aufpassen, dass ihm das hier nicht komplett entgleist. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Heute springt der Funke nicht von der Mannschaft auf die Fans über, Buschi. Hör mal. Nee, ganz im Gegenteil. Durch die Leistung ist jegliche Euphorie hier im Stadion verflogen. Ben Davis. Gute Aktion jetzt. Und Lukas. Steven Bergwijn. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Nein, das ist nicht energisch genug. Ja, die können sich den Ball fast schon mühelos zuspielen. Das gefällt den Fans hier überhaupt nicht. Die Gäste werden wechseln. Dele Alli mit Vorwärtsrang. Super Einsatz vom Torhüter. Nicht schlecht, diese Gelegenheit, aber auch gut gehalten. Da hat der Keeper richtig gut aufgepasst und den Schuss entschärft. Ecke kommt in die Mitte. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Gut den Ball verteidigt. Defensiv machen sie es gut. Lamela. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Aurier. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Hierländer. Klasse, wie er da hingeht. Gibt Einwurf. Klasse Leistung heute. Und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Lukas Spendlhofer. Hierländer. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Auf Außen ist Platz. Klasse Pass. Nicht das Tor. Ja, der muss sitzen, da knallt er das Ding ans Aluminium. Dele Alli geht raus. Sein Team liegt vorne, er hat hier eine gute Leistung gezeigt und ja auch sein Tor gemacht. Alderweireld. Ben Davis.
Ja, da läuft der Ball sehr gut. Sie tun aktuell wenig für die Offensive. Aber Simmel, jetzt ist der Platz da. Wie macht er den denn rein? Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Und mit dem Tor ist der Dreierpack perfekt. Richtig starkes Spiel. Sie bekommen ihn nicht wirklich in den Griff. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Jetzt ist es natürlich leicht, das so zu sagen, aber den Spielverlauf hatten wir so erwartet, ne Buschi? Ja, bin ich bei dir. Ganz ehrlich, es gibt natürlich immer gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Und da ist das Tor. Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Hier nochmal dieser Treffer. Und mit einem unglaublichen Spielstand von 6:2 geht es hier weiter. Immer wieder diese kurzen, diese schnellen Pässe. Hier, Ball läuft exzellent. Der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Ben Davis. Je. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Tanguy Ndombele. Lamela. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Gefährlich. Das Tor durch Lukas. Das sind diese Spielsituationen, in denen er auftrumpfen kann, in denen er der Abwehr keine Chance gibt. Ein weiteres Tor, kurz vor Schluss. Viel müssen wir dazu eigentlich nicht mehr sagen, oder Buschi? Nee, Wolf, der Deckel war vorher drauf auf dieser Partie. Eine ganz starke Leistung, die sie da heute gezeigt haben. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung, er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Lukas Spendlhofer. Und Lukas. Hierländer. Da wäre Platz auf außen. Was macht er draus? Kann er was draus machen? Macht er gut. Ballverlust. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Chance zum schnellen Konter vergeben, aber sie bleiben dran. Steven Bergwijn. Da ist die Flanke ins Zentrum. Tolle Parade und so geht der Ball knapp über die Latte. Lamela mit dem Eckball. Da können sie erstmal klären. Ben Davis. Davinson Sanchez. Eric in den freien Raum. Eric Lamela. Steven Bergwijn. Und jetzt die Chance. Und er trifft.
Sie geben hier nicht nach und machen noch ein weiteres Tor. Dabei war eh klar, dass sie das Ding gewinnen. Kurz vor Schluss legen sie hier nochmal nach. Ja, das Spiel ist natürlich längst entschieden, aber klar, so eine Chance nimmst du trotzdem gerne mit. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Gute Aktion. Steven Bergwijn. Ben Davis. Und das war's, liebe Zuschauer. Das ist der Sieg. In diesem ersten Spiel, so hatten sie sich das erhofft. Guter Start in diesem Wettbewerb. Also das konnte man sich gut angucken. Buschi, wie ist deine Meinung zur heutigen Leistung von Lucas Moura? Tja, Wolf, der war heute nicht zu stoppen. Die reizte Tormaschine.